Es war eine liebe Zeit. Die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl schier. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Für den heutigen Fall wäre eigentlich die Venus zuständig. Aber bei manchen Menschen genießt die Göttin Justitia das größere Ansehen. Soviel zur Persönlichkeit des Angeklagten. Daraus ergibt sich das... Dankeschön, das genügt, Herr Staatsanwalt. Ich kenne den Angeklagten seit vielen Jahren. Sie brauchen mir diese Persönlichkeit nicht zu schildern, gell, Kottmeier? Bürgermeister der Gemeinde Dürrling und zur rechten Zeit ein richtiger Spitzbub, nicht? Wissen Sie was, Herr Rat? Ich zahle 1 Mark Strafe freiwillig. Die Garde ist ja sowieso nicht mehr wert. Und dann vergessen wir die Geschichte, gell? Was fällt Ihnen denn ein, Kottmeier? Jetzt stecken Sie sofort Ihren Geldbeutel weg. Das Strafmaß bestimmt das Gericht, gell? So. Und eine Ausnahme gibt's da durchaus keine. Oh nein, Kottmeier, die Justiz, ja, kennt keine Ausnahmen. So. Dann bin ich unschuldig. Da hört sich doch wirklich die Gemütlichkeit auf. Eben wollten Sie noch freiwillig eine Buße leisten und jetzt erklären Sie sich für nicht schuldig, Kottmeier. So lasse ich nicht mit mir umgehen, gell? Ich werte Ihre eben gezeigte Zahlungsbereitschaft als vollwertiges und sogar reumütiges Geständnis. Verstanden? Nein, durchaus gar nicht. Sie geben zu den Dings, wie heißt der Mann? Josef Friedmann. Dankeschön, den ledigen Bauernknecht Friedmann Josef, hier anwesend als Nebenkläger, heimtückisch. Gar nichts gebe ich zu. Heimtückisch und in schädigender Absicht, erheblich betrunken gemacht zu haben. Datum etc. etc. Sie sind doch klar, Kottmeier, dass Sie einem armen Kerl, einem kleinen Bauernknecht, die Chance seines Lebens versaut haben. Sie und Ihr ehrenwerter Mitangeklagter, der Herr Gastwirt Neudecker, welcher ebenfalls ein Geständnis ablegt. Nein, ich schon gleich gar nicht. Ich hab nichts getan mit der Sache. Sie haben auch mitgewirkt bei dieser Körperverletzung. Die Idee mag von Kottmeier stammen, aber der Ausführende waren Sie. Nein, Herr Oberamtsrichter, gerauft ist überhaupt nicht worden. In der Gaststube wird bei mir grad ganz selten gerauft. Aber wer redet denn vom Raufen? Ich habe nicht behauptet, dass Sie gerauft haben. Wer einem Mitmenschen einen derartigen Rausch anhängt, begeht auch das Verbrechen der Körperverletzung, gell? Das Verbrechen einer vorsätzlich gefährlichen Körperverletzung. Vorsätzlich gefährlich. Vielen Dank, Herr Kollege. Hallo, ist das ein Beckmesser? Kottmeier, Sie haben es diesem Knecht da nicht vergönnt, dass er in einen Bauernhof hineinheiraten kann. 3 Tage vor der Hochzeit haben Sie ihm alle seine Hoffnungen kaputt gemacht. Darauf können Sie stolz sein, Herr Bürgermeister. Die bäuerliche Standesordnung über alles, gell? Da ist jedes Mittel Recht, Respekt. Da bietet sich einem armen, aber ordentlichen und fleißigen Knecht überraschend die Gelegenheit, dass er von Grund auf seine Lebensgrundlagen verbessert, gell? Dass er selber Bauer wird, das geschieht sowieso alle 50 Jahre bloß einmal. Und was geschieht? Die Missgunst und der sture Kastengeist der Herrn Ökonomen ruhen nicht, als bis das Knechtel wieder in seinen niedrigen Stand runtergedrückt ist. Getreu eurem christlichen Bauernspruch, wer Knecht ist, soll auch Knecht bleiben. Ah, der Spruch ist nicht falsch. Es muss der Bauer ein Bauer bleiben. Und der Spruch steht ja schon im Katechismus drin, Herr Rat. Kottmeier, machen Sie sich's bloß nicht zu einfach. Im Katechismus stehen ganz andere Sachen drin und im Strafgesetzbuch erst recht. So billig kommen Sie mir diesmal nicht davon, das verspreche ich Ihnen. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Rat. Ich hab gar nichts dagegen, wenn einmal ein Knecht so ein kleines Techtelmechtel mit einem Bauernmädel hat, ganz bestimmt nicht. Wenn er ein fleißiger Arbeiter ist, wird da überhaupt nicht geredet drüber. Aber wenn er so ein Knecht einfach hergeht und sich im Wirtshaus an den Herrentisch setzt und das Mahl aufreißt wie 3-mal ein Bauer, bevor er überhaupt einer ist, dann kann ich den Leitner ganz gut verstehen, dass er nicht mehr mögen hat. Ich bitte den Ehrenmann Kottmeier, Platz zu nehmen.
möchte mit dem Fall so schnell wie möglich fertig werden. Der ärgert mich nämlich. Friedmann, treten Sie vor. Halt, 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 Herr Bürgermeister. Sie sind heute nicht Zeuge, sondern Angeklagter. Verlaufen Sie sich nicht. Sie haben doch eben so überzeugend dargelegt, dass man wissen muss, wo man hingehört. Also bitteschön. Ach so, ja, entschuldigen schon, Herr Rat. Aber da bin ich halt noch gar nie nicht gesessen. Na, gar nie nicht, ist ja auch leicht übertrieben. Jetzt halten Sie den Mund. So, Friedmann, Sepp, jetzt treten Sie vor. Sie sind 38 Jahre alt, gell? Und Ihre Braut, wenn ich danach fragen darf, wie alt ist die? Ich hab keine Braut nicht. Na, 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 sagen wir lieber im Augenblick nicht mehr oder besser noch nicht wieder. Da wird nichts mehr draus. Braucht's auch nicht. So. Ja, glauben Sie, wir führen diesen Prozess dafür nichts und wieder nichts. Sie haben gegen die beiden feinen Herren da doch nur Anklage erhoben, weil Sie mit Ihrer Braut und mit Ihrem zukünftigen Schwager wieder ins Reine kommen wollen. Ach, ich nicht. Ja, was soll denn das jetzt wieder heißen? Ich hätte die zwei nie angezeigt. Ja, Sie haben's aber getan. Ja, weil der Bauer gesagt hat, wir sollen es nicht gut sein lassen. Ach, Sie von sich aus hätten nichts unternommen. Ach. Ja, warum denn nicht? Weil er den Rausch ganz allein gekriegt hat. Da haben wir ihm nicht helfen brauchen dabei. Ich hab Sie nicht gefragt, Angeklagter. Himmel, Donnerwetter, noch einmal! So, und Sie schildern mir jetzt, wie ist das an dem Sonntagvormittag zugegangen? Hm? Sie haben doch nichts zu verschweigen, also machen Sie halt den Mund auf jetzt. Ja, nach der Kirche bin ich von Adering nach Dürling gefahren. Ja? Mit dem Radl. Mein Bauer hat mir es ausnahmsweise geliehen. Sonst muss ich immer zu Fuß gehen, die 18 Kilometer. Also gut, an dem fraglichen Sonntag jedenfalls sind Sie gefahren. Ja, und drei Tage später, am Mittwoch, wäre bereits die Hochzeit gewesen. Und wie es der Teufel haben will, ich gehe zuerst zum Wirt, bevor ich zu der Hochzeit drin gehe. Na ja, wahrscheinlich war es recht heiß an dem Tag, 18 Kilometer mit dem Rad, das macht schon Durst, nicht wahr? Glas Bier dann, da kann doch kein Mensch was dagegen haben. Ja, sein Schwager schon, der Leitner. Der Mann trinkt das ganze Jahr überhaupt kein Bier. Angeklagter Kottmeier, jetzt halten Sie endlich das Maul. Sie haben also die Absicht gehabt, ein Glas Bier zu trinken. Ja, weiter. Ja, ich hab mich zu den Dürlinger Knecht gesetzt, nicht zu den Herrn Bauern. Und hab ein halbes Bier getrunken. Und dann hab ich noch einmal ein halbes Bier getrunken. Zuerst haben wir die Großbauern nicht gesehen. Auf einmal sagt der Wirt, ja, sag einmal, du bist doch der Hochzeiter von der Leitner Agnes. Ja, sag ich, der bin ich. Jetzt hab ich einen Herrentisch hin müssen. Zuerst haben sie recht freundlich mit mir geredet, nicht wahr? Und bis ich mich umgeschaut hab, hab ich die vierte halbe getrunken. Ach, die hat er gesoffen, weil es ein Freibier war. Und Sprüch hat er gemacht wie ein Großökonom. Noch irgendwas ungemein Wichtiges zu sagen, meine Herren? Wir warten gern. Nein. Na, wie viel haben Sie denn dann getrunken? Oh, etliche halbe, ich weiß nicht mehr so genau. Ist ja auch wurscht. Respekt, das ist Ihnen wurscht. So, und wofür meinen Sie, sitzen wir da? Wer zu der Wassersuppe geboren ist, der wird's nie zum Schweinsbraten bringen. Da schmarren Sie, sind ein Schafskopf. Hätten Sie doch wenigstens versucht, Ihrer Braut das alles zu erklären und die Sache wieder auszubügeln. Lass mal's gut sein. Ja, ja, ich kann mir schon vorstellen, wie das zugegangen ist, nicht wahr? Da darf ein Knecht sich an den Herrentisch setzen, darf mitreden, ist plötzlich weh und da steigt ihm dann so in den Kopf, dass er sich einen fetzen Rausch ansaufen muss. Ja, wir können doch dem Leitner keinen solchen Schwager nicht überlassen. Wir Ökonomen. Ja, der sauft wie ein Loch. Wenn der Leitnerbauer wird, dann ist der Hof in 5 Jahren auf dem Hund. Da hätten wir schon ganz andere Hochzeiter gehabt in Dürling für die Agnes. Ja, das denke ich mir. Ehrenmänner, Biedermänner, Männer aus der Verwandtschaft, Vettern, gute Freundtal und so weiter, gell? Ehrenmänner, jawohl, Herr Rat. Aber es ist ihm ja keiner recht gewesen, der Leitner. Jeder hat ihm um eine halbe Bier zu viel getrunken. Aber mit dem da, da hat er jetzt erst richtig reingelangt, den Dreck. Ruhe! Herr Rat, die müssen mir einen Schnaps reingeschüttet haben ins Bier, weil ich gar so einen Rausch gekriegt hab. Können Sie das beweisen? Mein Bauer sagt ja. Und der Schmuser sagt's auch, der Held. Wachtmeister, rufen Sie den Zeugen Adra herein. Jawohl, kommt auch nichts raus dabei.
Leitner macht keinen Fehler. Der Friedmann Sepp ist der beste Mensch, den es gibt. Drei Pfarreien im Umkreis. 2000 Mark Ersparnis, hat er selber zusammengespart. Für ein Knecht ist das eine Summe. Du musst halt weit gehen, bis du wieder so ein ordentliches, tüchtiges und arbeitsames Mannsbild findest. Geh weiter, Agnes, geh mal. Ja, musst denn du, ich bring dir einen Bazi. Meine Agentur ist reell und solide. Ein ganzes Jahr lang habe ich gebraucht, bis ich für deine Schwester den würdigsten und besten gefunden habe. Geh mal, Marsch, mir hätte überhaupt nicht herkommen sollen. Langsam, Leitner Bauer, pass auf. Erstens kannst du deinen zukünftigen Schwager jetzt nicht hängen lassen. Oh, lass mich aus, die Geschichte ist erledigt. Und zweitens bist du hier als Zeuge geladen. Da kannst du nicht einfach mich davon. Mich geht der Prozess nichts an. Wer zweimal lügt, den glaube ich überhaupt nicht mehr. Leitner, sei doch gescheit. Du bist doch ein alter Deutscher. Du weißt doch, was der Brauch ist. Die Braut zahlt das vereinbarte Vermittlungshonorar und der Bräutigam zahlt es auch. Das ist nicht doppelt kassiert. Das sind die staatlich anerkannten Geschäftsbedingungen. Der Prozess, hörst halt weiter. Wir wollen einen Sohn, das Sohn. Herr Herrschaftsmann, wo glauben wir's doch? Ich darf doch eine Heirat überhaupt nicht vermitteln, wenn ich nicht von beiden Seiten kann. Kassier. Jetzt ist Dreckschrumpf. Nein, nein, das Unglück gar nicht mehr ausgeht bei uns. Jetzt müssen wir einen Lebtag lang auf den Hof haben, den Hodelump. Sag dir doch mal Hodelump zu den braven Burschen, den braven. Zu Wachmeister, sei so gut. Schieb meine Einvernahme ein bisschen aus. Ich muss den Leitner den Hitzkopf wieder zurückholen und überzeugen. Jesus, nein, ist dieser Kreuz. Überall sollen wir gleichzeitig sein. Der Zeuge Adra Georg, Adra Paul von Adering. Geh weiter, Adra, du bist dran. Ja, wie steht's denn drin? Nicht besonders, Adra. Aber schwer mir du keinen Meinheit. Nein, nein. In Gottes Namen, da geht's ein Teufel in den Träger. Nein, nein, wir bringen den Knecht wieder nicht los. Ja. Warum wollt ihr partout den Knecht verheiraten, wenn er nicht mehr gern gesehen ist? Kündigt's ihm heute. Halt. Oh, mei, oh, mei, das, wenn möglich war. Geh, okay. Einem Knecht kann doch der Bauer kündigen. Aber neben meinem Mann, einem Friedmann Sepp, der geht nicht weg von uns. Also das verstehe ich nicht. Ich glaub das, Dirndl. Ich kann das auch nicht erzählen. Ich darf nicht. Niemand darf es erzählen. Mir schon. Ich sag nix. Gewiss nicht? Gewiss nicht. Schwörst? Schwör? Bestimmt. Bestimmt. Vor genau 20 Jahren, da hat der Meinige mit dem Gericht was zu tun gehabt. Nix Gescheites. So Weibergeschichten. Und da hat er einen Herrn Richter heute halt ein wenig angelungen. Und nachher haben sie für ihn einen Friedmann Sepp zwei eingesperrt. Und seitdem hockt er uns auf dem Gewissen. Und wir. Ist das alles? Mir langt's. Er ist ja schon einmal ein paar Jahre weg gewesen. Aber immer wieder kommt er zu uns zurück. Besonders die letzten Jahre. Da sitzt er da und bringt's Unglück aufs Haus. Mhm. Zuerst ist er Kälberkuh verreckt. Nein. Dann haben die Schweinderl einen Rotlauf gekriegt. Oh. Gleich darauf ist mir der kleine Bub in Weihen eingefallen und Maus tut der Suffer. Und heuer hat unser schöne junge Fuchsstuten einen Pfeifeldampf gekriegt. Am Pfeif. Ja, um Gottes Willen. Ja, ja. Der hockt uns schwer auf dem Gewissen, der Friedmann Sepp. Das wird den Herrn Amtsrichter sicher sehr interessieren. Du hast gesagt, du sagst nichts. Ja, ich sag gar nichts. Gewiss nicht. Gewiss nicht. Schwer. Schwer? Bestimmt. Bestimmt. Der Wirt gibt es freilich nicht zu. Aber die Kellnerin muss wissen, sie muss einen Eid schwören. Herat, draußen hockt sie, die muss einen Eid schwören. Die Bazi, die haben den Sepp an Schnaps ins Birne geschüttet. Glauben's die Geschichte nicht, Herat. Der Friedmann hat uns in seinem Rausch selber verzeiht, dass er von den 2000 Mark nicht einen Pfennig selber zusammengespart hat. Du hättest es im Grünen, hat er gesagt, damit er mit dem Geld einen guten Eindruck macht beim Leitner. Er selber hätte sich nie einen Pfennig zusammengespart, hat er gesagt. Er hätte immer alles versoffen. Geh, glaubst du denn, ich bin dumm? Im Schnapsrausch bringt der Mensch alles durcheinander. Das Geld hat sich der Sepp selber zusammengespart und mir hat er's geliehen. Er ist ja ein sparsamer Mensch. Mir hat's er geliehen, das hat er durcheinandergebracht. Also wer wem das Geld geliehen hat, das ist für dieses Verfahren zunächst einmal völlig unerheblich. Ja. Was ich von Ihnen wissen möchte, Herr Zeuge, ist, Sie kennen doch Ihren Knecht. Ja. Halten Sie es für möglich, dass er sich in so kurzer Zeit und noch dazu auf dem Weg zu seiner Braut, dass er sich da einen solch fürchterlichen Rausch ansäuft? Niemals, Herr Rat. Der Sepp, der trinkt ja oft das halbe Jahr keinen Tropfen Bier. Mhm. Wie lange kennen Sie ihn denn schon? Schon von Jugend auf. Ja, und seit 15 Jahren mindestens ist er bei mir im Dienst. Ein erstklassiger Arbeiter und durch sparsam. Mhm. Danke, das genügt, Adra. Sie können sich setzen. Jawohl, Herr Rat. Ich bitte um die Einvernahme der Zeugin Babette Wallner. Das ist die Kellnerin. Sehr richtig. Ja gut. Wachtmeister, rufen Sie die Kellnerin Babette Wallner herein. Die Kellnerin, jawohl. Na ja, jetzt müsste doch eigentlich alles wieder ins richtige Gleis kommen können, nicht? Und Sie, Friedmann,
sind als Hochzeiter rehabilitiert. Jetzt muss ich schon dumm fragen, Herr Rat. Glauben Sie eigentlich dem da, dem Aderer von Adering, jedes Wort? Also ich hab schon allerhand gehört von dem. Dass er zum Beispiel schon mal nicht richtig geschworen haben sollte. Mhm. Ist Ihnen da nichts bekannt? Bitte? Ja, Herrschaftszeiten dürfte mich da herin meineidig heißen. Vielleicht. Bei dir weiß man es nicht gewiss. Ruhe. Wem ich glauben will und werde, das ist ganz allein meine Sache. Wir sind hier nicht auf dem Viehmarkt, meine Herren Ökonomen. Aber Sie können sich darauf verlassen, das wird geklärt werden. Also bitte. Der Adra hat schon mal ein Meineid geschworen. Ich sag's nur mal laut und deutlich. Jetzt sag er dir an. Sein Knecht hat uns das verzeiht. Herr Staatsanwalt, erheben's gegen die Malanklage. Nach der siebten Halbe hat er uns das verzeiht, dass sein Bauer ein Meineid geschworen hat und er dafür 2 Jahre im Zuchthaus gehockt ist. Jetzt muss es sein, mein Lieber. Das gibt einen Prozess. Ruhe. Adra, setzen Sie sich. Ja. Friedmann, Sie sind vorbestraft. Jawohl. 2 Jahre. Wegen einem Weibsbild. So. Herrschaftszeiten, da fehlt ja der Strafauszug. Das ist eine Schlamperei. Schreiber, holen Sie mir sofort den Strafauszug von dem Dienstknecht Friedmann Josef. Aber sofort. Sofort. Gewiss, Herr Rat. Ja, das ergibt allerdings völlig neue Perspektiven. Ja, weil ihm die Bazi einen Rausch gehängt haben. Und im Rausch bringt der Mensch alles durcheinander, aber auch alles. Die Zeuge Babette Wallner, Kellnerin. Ach, du lieber Gott, ja, die haben wir auch noch. Kommen Sie, Frau Zeugin, und sagen Sie uns geschwind, wie viel Schnaps haben Sie im Auftrag Ihres Herrn Wirtes, dem Dienstknecht Friedmann, in sein Bier geschüttet? Ja, da bin ich überfragt. Strengen Sie Ihr Gedächtnis gefälligst ein bisschen an, gell? Sie muss ein Eid schwören. Hab keine Angst, Babettl. Sag's mir den Herrn Richter, wie das der Brauch ist bei uns. Vielleicht sind Sie so freundlich und überlassen die Verhandlungsführung mir, ja? Jetzt reden Sie, Frau Zeugin. Ja, also, hier und da tue ich das schon, gell, weil es der Wirt manchmal so haben will. So, brav. Ja, besonders wenn er verkält ist, dann will er dann einen Schnaps dazu zum Bier. Dazu zum Bier und ins Bier hinein, ist das euren Gästen gegenüber auch manchmal üblich in eurem sauberen Wirtshaus? Na, ganz selten gerade. Wenn es einmal eine Gaudi gibt vielleicht. Eine Gaudi, so. Und an diesem Sonntagmittag, am 9. September, ist er auch aus Gaudi ein Schnaps im Bier gewesen? Ja, da kann ich mich wirklich nicht mehr recht dran erinnern. Bitte schön, Herr Akt. Der ganze Akt ist noch vorhanden. Ist gut, danke schön, ja. Also mit dem besten Willen kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Möglich. Möglich auch nicht. Ja, ja, ist schon gut, ist schon gut. Setzen Sie sich, ich habe genug von Ihrem zweifelhaften Gedächtnis. Frau Zeugin, sagen Sie uns die Wahrheit. Mit Ihrer Aussage steht und fällt der gesamte Prozess. Ja, als Kellnerin, gell, da hat man so viel im Kopf, da vergisst man sowas wieder. Also möglich kann es sein. Ich beantrage die Vereidigung der Zeugin Wallner. Nein. Bitte keinen Eid mehr in diesem Bezirksamt. Ich hab genug. Da steht es tatsächlich. Und was die Sache so besonders pikant macht, ich selber, ich habe damals das Urteil gesprochen, das ist ziemlich hart zu schlucken für mich. Friedmann, treten Sie vor. Ja, Sie waren ja damals erst 18 Jahre alt und unschuldig. Lass mir's gut sein, Herr Rat. Der da, der hat ihn doch neindrückt. Und jetzt druckt's ihn wieder, das schlechte Gewissen. Ja, aber was hätte ich denn da sollen damals? Ich bin ja nur ein junger Bursch gewesen. Ach was, Sie sind bereits 25 Jahre alt gewesen. Sie hätten selbstverständlich die Wahrheit sagen und für Ihre Verfehlung einstehen müssen. Ja, aber was hätte mein Vater gesagt damals? Ach was, Ihr Vater? Einen Unschuldigen haben Sie in Zucht ausgebracht. Seine Schweinerei! Es ist vergessen, Herr Richter. Ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen an die Kellnerin, Herr Staatsanwalt? Nein, danke. Da setzen Sie sich. Ja, Friedmann, das Mindeste, was ich jetzt für Sie tun kann, ist, dass ich Ihnen voll und ganz Genugtuung verschaffe. Dankeschön. Jawohl. Ja, die muss er kriegen. Mich drückt schon seit 20 Jahren.
Es stellt sich doch alles heraus jetzt bei der Verhandlung. Ich schau nicht aufs Geld. Im Gegenteil, mir ist ein Knecht lieber wie ein Bauernsohn. So ein Mensch hätte auch mehr Achtung und Freude. Hat er, der Sepp, hat er. Auf den Händen tragt er dich einmal und folgen tut er dir aufs Wort. Bei dem kriegst du es schön, wenn du den einmal auf dem Hof hast. Brauchst kaum arbeiten. Bruder, sag mir das dem ehrwürdigen Amtsrichter. Er gefällt mir nicht schlecht, der Sepp. Da, hör doch auf der Schwester. Sie ist ganz verliebt in den Hochzeiten, ganz neidisch verliebt. Paul, lass du dein Herz reden. Das Herz ist und bleibt der Haupttrumpf bei jeder Heirat. Ich hab noch immer abgerannt, wenn das Herz nicht mitgesprochen hat. Ich hab mich soweit ganz gut verstanden mit ihm. Du, pass auf, jetzt fällt mir was ein. Hast du deine Mark Zeugengeld schon kassiert? Dafür musst du eine Aussage machen. Und die Agnes kriegt auch eine Mark. Was? Wie viel? Eine Mark? Zwei Mark? Aber nur, wenn du schön brav deine Aussage machst, dass du den Knecht gern zu deinem Schwager hättest. Und das Zeugengeld gibt's gleich und im Bar. Kannst gleich mitnehmen. Wird? Wachmeister, wir machen unsere Aussage. Das Zeugengeld wollen wir nicht verlieren. Es ist eine Garde mit den Zeugen. Herein, los, los! Los! Jetzt ist alles herin, was draußen war. Dankeschön. Leitner, kommen Sie her zu mir. Und bringen Sie die Sache zu einem sauberen Abschluss. Halten Sie Gnaden, euer Gestrigen. Ich hab den Josef eine Zeit lang für nicht sauber gehalten. So, und mittlerweile halten Sie ihn für anständig? Ja, wie euer Gestrigen meinen. Doch, ja, das meine ich. Aus dem wird ein tüchtiger, ordentlicher Bauer. Der Mann verdient, dass Ihre Schwester ihm die Hand reicht. Tun Sie es, Freund Agnes. Sepp, es bleibt dabei. Es wird schon alles recht werden, gell? Ja, das gefällt mir und mir ist jetzt leichter. Bravo, das ist ein Paar. Die beiden zusammen ist direkt erfreut. Du verdienst ja auch nicht schlecht dabei. Ruhe! Aber Bier darf er keins mehr trinken, gell, Sepp? Keinen Tropfen. Nein, Herr Schwager, kein Tröpferl. Oh, hier und da schon, also auf der Hochzeit einmal gewiss. Ja, aber nur auf der Hochzeit und höchstens zwei halbe. Bruder, Geld, das ist der meinige. Bitte um Ruhe, ich bin noch nicht fertig. Aufstehen, bitte. Im Namen seiner Majestät des Königs bzw. der königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagten zahlen je 3 Mark in die Gerichtskasse und tragen die Kosten des Verfahrens. Die 3 Mark reimen mich nicht. Eine Gaudi ist durch gewesen. Außerdem leisten Sie einen sehr kräftigen Beitrag zur Aussteuer des jungen Paares, woran sich auch der Aderer angemessen beteiligen wird. Gern. Die Höhe der jeweiligen Summe legen wir noch fest. Die Sitzung ist geschlossen. Bravo, Recht muss Recht bleiben. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat eh niemanden geschickt. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich hart. Darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgericht.